Das ist ja gar nicht synchron. Wie sieht denn das aus? Mehr Rotation auf den Kopf und rechts und links. Oh, Edgar, mein Cousin, komm in meinen Arm. Aua, das piekt. Hör auf, komm jetzt, hör auf. Geh weg. Blutcocktail. Und für Blutcocktail brauchen wir auf jeden Fall... Blut! Nein, nicht mein Blut. Das ist schon ganz schwarz. Ist nicht gut. Na gut. Aber wir haben Cranberry-Saft und Sauerkirschsaft. Und die mischen wir zusammen. Dann ist es noch blutiger. Zack. Soll ich das oder machst du? Kannst du überhaupt was sehen? Ein bisschen. Soll ich dir mal einen guten Barber empfehlen? Ich hab da einen. Ich sehe es. So, du da eine Hälfte und ich hier eine Hälfte. Und dann tauschen wir. Ich wollte einfach länger nicht mehr Pony schneiden. Ja, das kann ich verstehen. Nicht die Decke vertauschen. Ich habe jetzt hier Marshmallows. Ja, aber wie sind das denn? Die sind viel zu klein. Das sieht jedes Kind. Ihr müsst an meine Hände fassen und dann kriegt ihr größere Marshmallows von mir. Nun gut. Und fasst meine Hände. Au! Au! Tja, so blöd. Weiter geht's. Mann. Ich glaube, das Diabolische ist einfach in der Familie. So, jetzt hat er nicht die großen Marshmallows gebracht, aber ich habe welche hier. Die sind echt riesig. Die müssen wir aber einmal an der Mitte durchschneiden. Am besten, ja. Schon mal ein scharfes Messer. Die lassen sich echt schwer schneiden. Ach. Muss man halt mehrmals durchgehen. Einfach ordentlich nachritzen. So, wie ein guter Mörder halt einfach, ne? Sollen wir mal eine Schere probieren? Probier mal eine Schere. Komm, wir machen den Live-Test. Ja, also ich habe es jetzt hier geschafft. Ah ja, Schere geht auch gut. Ihr seht, Schere, Messer, Hauptsache durch. Hauptsache durch. Hauptsache durch. Ah. Ja. Dann hier hinein. So. Schön. Und jetzt kommt die Magie. Ja, das Brettchen ist weg. Super Magie. Nein, jetzt wird flambiert. Ich mach das mal, ja? Ja, besser ist. Sollst deine Frisur nicht angucken. Probieren wir mal, ob wir das hinbekommen. Ja, gut. Ja, das ist eine gute Schürfwunde. Schön. Jeder liebt doch angefackelte Marshmallows. Klar. Boah, sieht aus wie ein Gesicht. Sieht aus wie du. Was? Sieht aus wie du. Oh, Bruderherz. Cheers. Cheers. Auf zum nächsten. Sau dich nicht voll. Monsterdrink. Was darf an Halloween nicht fehlen? Ein monstermäßiger Drink mit Kürbis. Hm. Ich hol mal den Kürbis herüber. Jawohl. Oh, ich habe total meine Akzent vergessen. Jetzt ist er wieder da. Ja? Kürbisse sind ja ein bisschen störrig, könnte man sagen. Deswegen müssen wir den jetzt erstmal klein hacken und kochen. Jawohl. Ich hole mal ein Brettchen und ein Messer. Holst du einen Topf? Du haariges, haariges Monster. Vorsicht, stolper nicht über deine Frisur. Sie ist ausgezeichnet. Ich halbiere den Kürbis. Wunderbar. Das muss alles raus. Ja, aber ich halbiere nochmal. Ja. Ich brauche nur eine Viertel. Mit dem Rest könnt ihr viele andere leckere Kürbisdinge tun. Link hier oben. Mhm. Dann entkerne ich mal die Schlonze. Oder möchtest du? Nee, tu dir keinen Zwang an. Verfängt sich in deine Haare. Ja, und dann, was soll dann passieren? Nachher trocknet es und dann kommen Vögel und essen das. Ja, kannst du einfach so selbst so ein bisschen naschen. So, so wie ich bei meiner Bart. Mache ich auch immer so, und dann mache ich so. Lecker. So, dann Schlonze raus. Es hat sich ausgeschlonzt. Na dann, hacke klein. Ich hacke. Wie bist du eigentlich gestorben? Ich wurde zerhexet. Bin unter einem Mähdrescher gekommen. Dann warst du Gärtner. Der Mörder ist immer der Gärtner. Das ist übrigens ein Hokkaido-Kürbis und den muss man nicht schälen. Hokkaido? Hokkaido. Alle sagen doch immer Hokkaido. Mhm, außer die Japaner. Ihr könnt natürlich auch jeden anderen Kürbis nehmen, aber wir sind natürlich faul. Heißt der in Japan auch Hokkaido-Kürbis? Ich glaube nicht. Sondern? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Als Kürbis. So, jetzt müssen wir kurz warten. Kato, 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 kato! So, wie ihr seht, ist unser Kürbis schön weich gekocht und damit gar und auch ein bisschen abgekühlt. Jetzt pürieren wir das Ganze, nachdem ich das Wasser ein bisschen entfernt habe. So, pürieren! Okay. Sounds good. Jetzt brauchen wir einen zweiten Topf, um unsere Flüssigkeit zu erhitzen. Und alles zusammenzumengen. Ja. So, dann hol doch mal den Topf. Du findest das schon.
bist ein großes, haariges Mädchen. Ich vergesse die ganze Zeit meine Akzente, die ich angefangen habe. Du bist ein großes, haariges Mädchen. Oh, das tut mir so leid. Ich bin ein bisschen ineffizient, weil ich bin gestorben und mit einem anderen Mann, ja? Und dann sind wir so zusammengewachsen. Und deswegen haben wir uns noch nicht so ganz entschieden, wie wir so reden. Und deswegen ändert sich das manchmal ein bisschen, aber plötzlich. Hier isst du schon mal die Löffel, um die Püree da rein anzumachen. Ja. Dann Ananas-Mangosaft. Das machen wir jetzt so hier ein bisschen rein. Gulp, 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 gulp. Ja, ist gut. Und außerdem Apfelsaft. Willst du? Er möchte zu dir. Wenn es so stürmisch ist, dann auf jeden Fall. Der stürmische Apfelsaft. Sag mal. Ist so, reicht, 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 reicht. Ist gut, ist gut. Ich weiß, du magst Äpfel. Die kann man sich so schön in die Haare hängen. Ja, da ist auch nicht so viel Sauerei wegen der Schale. Und ein Päckchen Vanillezucker. Damn! Und weißt du, was ich ganz so gerne habe? Super gerne, passt gut zu Kürbis. Haarige Mädchen. Haarige Mädchen mag ich auch sehr gerne. Aber nein, die habe ich nicht zu fressen gerne. Sondern. Passt sehr gut zu dir. Ich bin mittlerweile mehr so ein Italiener geworden. Ja, es ist schwankt so. Ja, weißt du, ich bin mit einem dritten Mann gestorben. Und er ist auch dabei und deswegen hat sich das alles so nicht so ganz entschieden. Ist es mehr so oder ist es mehr so? So. Zimt. Patou. Ich hole mal einen Schneebesen und wir können die Sahne. Ah ja, steif schlagen. Steif schlagen. So. Dann du rühren und ich mach dann die Sahne. So. Sahne rein. Hier Vanillezucker rein. Bevor du aufschlägst, ich löffel hier schon mal das Kürbispüree rein. Wow, du spritzt. So, während du rein löffelst, mache ich schon mal die Rühre. Ja. Hier rühre weiter, abrühren, mixe, rühre. Oh, es ist auch türkisch jetzt auf einmal. Ja, es waren einmal vier Männer in einem Auto und dann sind alle gestorben und dann bin ich herausgekommen. Bald ist ein Bus. Es war ein Bus. Okay. Du hast mich erwischt. Es war ein Reisebus. Eine internationale Reisegruppe. So, Sani Steif. Sehr gut. Gut, ich hol Gläser. Hole die Gläser. Soll ich dir die ganze Geschichte meines Todes erzählen? Ja, bitte. Aber dann auf Frau Hessisch, weil da war auch Frau Hess mit drin. Ne? Okay. Ich hoffe, der ist schnell gestorben. Ajo, alle gleichzeitig. Ganz schnell. Zermengelt. Zwei schnell Reisebus, gell? Ja. Schön durch die Bamba. Und dann sind sie rausgeflogen und direkt in die Häckslerei. Ne? Und dann waren sie vermembelt, verbumbelt. Und dann war es einfach nur noch so Ernie-Supp. Und dann sind so ein paar Kinder gekommen und dachten so, oh geil, Schneemann, zack. Und dann bin ich rausgekommen. Schön. Ne? Super Story. Ja, es tut mir sehr leid für dich. Na, mir geht's bestens. Ich bin der internationale Multikulti-Traum, nur tot. Gut, so, wir füllen jetzt hier mal ein. Es wird spannend. Oh. Das wird sowas von nicht funktionieren. Doch, doch, du schaffst das. Yeah! Wenn Leute jetzt sehr kreativ sind, können sie hier noch so ein Kürbisgesicht draufmalen. Wir sind nicht sehr kreativ. Doch. Nein, nein, nein. Du vielleicht nicht. Ich bin total kreativ. Ja? Ich habe mir einen total kreativen Tod ausgedacht. Es hat so stattgefunden. Was? Also wie bist du denn nun gestorben? Genauso wie ich es erzählt habe. Sehr gut. Reicht? Reicht? Ja, ja, okay. Reicht, gut. Reicht, okay. Danke. Bitte. Hast du gesehen? War genug. Ja, war super. Du musst jetzt dekorieren. So. Ich muss dekorieren. Ja? Ja. Das ist okay. Ein großer Sahneflatsch oben rauf. Ist meine Arbeit. Ist Trabajo. Ich habe auch noch Glitzerzucker mitgebracht. Oh fuck, das läuft hier über. Oh Gott, oh Gott, oh ja, Gott. Ja, so oh muss Gott. Es aussehen. Mm. Okay, ich mache ein bisschen Glitzerzucker drauf. Oh, das ändert ja seine Farbe. Wow. Ich muss die Augen drauf machen. Ja. Hammer! Yeah! Hier, ein Strohhalm! Danke! Let's try! Mm, der ist sehr lecker geworden. Bisschen ungewöhnlich wegen dem Kürbis da drin, aber man trinkt fast nie was mit Kürbis, deswegen klare Nachmachempfehlung. Sehr wohl! Ja, interessante Mischung. Und du bist ja ein richtiger Dialekt-Frankenstein. Aber das habe ich schon an deinen langen Narben gesehen. Luigi, Paco, Ivan, Felix, Mustafa. Und so weiter. Felicitus nicht vergessen. Felicitus. Das liegt Limo.
Wir machen jetzt eine schaurige Schwarzlicht-Limo. Ja, wird ihre ganze Magie erst gegen Ende entfalten. Ja, so, wir brauchen Minze. Minze und eine Gurke. Ja, schneiden. Ich mache die Gurke. Okay. Du zupfst die Minze. Ja. So, ich nehme eine Spatzela. Und dann zählen wir einfach herunter, schöne Streifen, für unser Getränk. Was unterscheidet Halloween-Minze von anderer Minze? Ist besonders gut und gruselig. Guck mal, wie gruselig. Sehr gruselig. Super gruselig. Zabum. Dann müssen wir Limetten schnitzen. Jenny, hast du ein Bettchen für mich? Klar, ja, ja. Ja. Da ist ein Brettchen. Oh Gott, da ist ein Brettchen. Oh, gib dir! Ich wollte nicht an deine Haare ziehen, aber du hast da Knoten. Ich habe überlegt, ob ich Dreads mache. Ist eine gute Idee. Könnte die stehen, aber vielleicht ein bisschen zu 60er. Als 60er. Ja, vielleicht so ein bisschen zu Hippie. Oh. Ich hole eine Messe. Und jetzt machen wir aus dieser Limette feine Schnitze. Schnitz. Oh, sie ist sehr saftig. Sie ist eine sehr saftige Limette. Limetten sind immer besonders saftig zu Halloween. Weil das Grüne steht da. So, jetzt haben wir alles zusammen. Hier sind die Gläser. Aber, geheime Tricke. Ist ein kaltes Getränk, müssen wir Eiswürfel holen. Aber ist nicht nur Eis. Oder wie ich sage, Detlef, haben wir da was vorbereitet? Jo, Mai, das sind ja Eiswürfel, könnte man meinen. Aber das 8 ist doch nicht geworden, dass wir da eingefroren haben, gell? Clever. Ich glaube, wir müssen Untertitel für dich machen. Ach, sicher nicht. Praktisch ist, ich kann jetzt mittlerweile einfach alles durchmischen, ist total egal. Scusi. Dann mache ich hier Gurke, Rolli, Rolli, Rolli. Für den guten Geschmack. Sehr hübsch, du solltest öfters mit anderen Leuten sterben. Du hast anscheinend auch die Skills geerbt. Klar, das Praktischste an dieser Gurke ist, du kannst das Getränk trinken und dann kannst du die Gurke snacken. So, dann Limettensnitz. Ich habe einfach ehrlich gesagt nur reingeworfen, weil ich sehe ja nichts. Ah, lol! Okay, warte. War auch ein Gamer dabei. Ja, GG. Ja, GG. Maxim ist gestorben und ist in mir wieder auferstanden. Warte hier, ich mache. So. Jetzt kommt das Tonic Water rauf. Tonic Water. Wollt ihr nicht sterben an die Fieber? Tonic Water. Mögt ihr nicht die Mücken? Tonic Water. Mögt ihr nicht so viele Haare? Hallo? Hat nichts mit Tonic Water zu tun, nur Rasierer, versteht ihr? Hier, musst du machen, zack, zack, zack und dann ist weg. Nummer 2. Mm. Und ich habe dir ja gesagt, Magie ist erst am Ende. Funktioniert wie folgt? Wir nehmen jetzt Schwarzlicht. Und Dunkelheit. Dunkelheit! Light. Toll. All die schlauen Leute können jetzt in die Kommentare schreiben, warum das so ist. Und wir lassen uns es schmecken. Ich kenne übrigens das Geheimnis des schwarzen Lichts. Kennt ihr das auch? Nein. Es leuchtet schwarz. Wow. Wer hätte das gedacht? So eine Erkenntnis. Ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass hier Melissa drunter steckt. Was ich mir aber wünsche, ist, dass, wenn euch das Video gefallen hat, ihr es uns zeigt mit einem Daumen nach oben. Und einem Abo. Beim nächsten Mal geht's weiter mit Halloween. Bis dann. Au revoir. Und tschüss.